Was für ein Vergnügen, Menschen täglich zu vermitteln, was der Kölner Dom beibringt. Nämlich, dass es auf die Vision ankommt. Dann merken Menschen nämlich gar nicht, ob sie nur einen Stein behauen oder einen Spitzbogen. Wer eine wirkliche Vision hat, eine Kathedrale braut, arbeitet besser und sinnhafter und vergnüglicher. Das kann man vom Dom lernen, unter anderem.